So, hallo Biker und Bikerinnen. Ja, ich habe mich jetzt entschlossen dazu, echtes Radl, es ist eigentlich eh kein Geheimnis mehr, für 2020 vorzustellen. Ihr wisst ja, wenn ihr die Videos ein bisschen verfolgt habt, ich habe mir da quasi unter vier Bikes das neue Radl 2020 ausgesucht. Da war einmal das Scott E-Genius. Oder Genius E-Ride, glaube ich, heißt das. Das 910er bin ich gefahren, das hellblaue. Dann das Track Rail 9 bin ich gefahren, das letzte Alu. Und auch das Moonraker Crafty RR. Und das R bin ich gefahren. Für uns oder von mir steht jetzt da das Orbea Wild FS. Aber grundsätzlich ist sozusagen das Ganz von diese vier Bikes, wie sie waren oder wie sie sind. Ich habe sie relativ oder einen großen Zeitraum getestet, da ja einfach das Moonraker schon immer Mitte des Jahres kommt. Das Orbea war jetzt das letzte, Gott sei Dank habe ich gewartet, sage ich ehrlich. Weil ich war schon knapp davor, anderes zu nehmen. Es ist keins von diesen vier Bikes richtig schlecht. Was heißt schlecht? Das sind eigentlich alles gute Bikes, sonst hätte ich sie mir nicht ausgesucht. Es hat halt jedes dieser Bikes seine Vor- und Nachteile. Für mich war eben wichtig für die Saison jetzt 2020, es muss ein 29er Enduro sein. Es soll einmal ein bisschen einen wesentlich kürzeren Radstand haben als wie mein Crafty, das ich 19 gefahren bin. Wobei ich jetzt auch wieder sagen muss, für Leute, die das Crafty haben oder auch das Crafty noch kaufen oder noch fahren wollen, das ist ein Radl, mit dem man sicher relativ viel, wenn man jetzt, sagen wir mal so, nicht so ein versierter und sicherer Biker ist, sehr viel mit dem Radl lernen kann, weil das Radl durch den langen Radstand und durch die Geometrie so eine gewisse Sicherheit dem Fahrer vermittelt, dass es sicher für viele kein schlechtes Radl ist, wie technisch ein bisschen weiterzukommen. Was ich eben auch gemerkt habe, voriges Jahr, zum Schluss hin zu diesen ganzen engen, verblockten Trails, die wir da gefahren sind im Friaul in Norditalien. Es ist halt schon wahnsinnig schwer, das Radl um die Ecken zu bringen, vor allem auch in die Spitzkehren. Puh, das ist schon elendslang. Deswegen war echt mein Hauptaugenmerk diesmal auf ein kurzes Radl. Kurz muss halt ein relativ tiefes Tretlager sein, weil sonst wird es von der Stabilität und von der Laufruhe her nicht mehr so gut funktionieren. Im Laufe der Zeit hat sich dann auch bei mir herausgestellt, da es unbedingt ein Bosch-Bike sein muss, dass ich ein Dual-Akkusystem biken will. Das heißt, ich mag nicht mehr den Zweitakku im Rucksack mitschleifen, da schon gar nicht in der Variante mit 625 Wattstunden. Ihr wisst ja, der ist knapp 4 cm länger und ein bisschen schwerer als der 500er Intube. Also das war jetzt also ein Ding, wo ich gesagt habe, nein, wenn er möchte, ein Dual-Akkusystem, das ist derzeitig da am Radl noch nicht verbaut, weil ich es erst im Hochsommer für die längeren Touren benötige. Ja, vor mir oder vor oder da im Video steht jetzt das Radl, das es schlussendlich dann auch gemacht hat. Also mir hat da die Vorperformance von dem Radl, und die muss einmal vorweg sagen, es gibt ja eigenes Review über das Radl, aber das Radl klettert gut, war im Verhältnis zu den anderen sehr spülerisch und leicht zum Fahren. Das Scott hat mir eigentlich auch, weil es ein Dual-Akkusystem ist, auch nicht schlecht gefallen. Das Scott, meiner Meinung nach, fühlt sich ein wenig träger an und ist auch vom Einlenkverhalten, ich würde sagen, ein bisschen mehr tourenorientierter, tourentauglicher als da das Orbea. Das Track, das Rail hat mir irrsinnig gut gefallen. Gibt es leider nicht im Dualsystem, das heißt, ich muss da einen Zweitakku kaufen und eine Abdeckung, die auch knapp, weiß ich nicht, lackierter 200 Euro kostet. Und das Moonraker ist sowieso mein Favorit. Ich war das auch gefahren, haben wir dann aber jetzt gedacht, nein, ich möchte einmal ein kurzes Enduro haben und möchte das einmal fahren und möchte einmal ein bisschen weiterkommen, auch so von den Vorperformance her. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube, ich habe da 2020 eine richtig gute Wahl getroffen. Ich werde viel Spaß mit dem Radl haben, ich werde weiter berichten. Ja, aber jetzt, was habe ich jetzt? Ich glaube, 120 Kilometer habe ich schon drauf. Ja, fleißig. 120. Ja, bin schon einige Touren gefahren. Ja, wenn ihr eine Frage zu dem Radl habt, fragt es entweder mich oder gleich, wenn ihr aus der Region seid, in Kärnten, das Rathaus, die einen Shop in Klagenfurt und in Villach haben.
Ist echt ein richtig geiles Adel. Fahrt es einmal, probiert es aus. Schreibt es, wenn ihr eine Frage habt. Wir sehen uns. Right on. Bis zum nächsten Mal. Ciao.